Paradoxerweise ist der letzte Spieltag für die München Hard Disciples der erste. Wegen der Witterung im Frühjahr wurden die Begegnungen gegen Stuttgart auf den Abschluss der Hauptrunde verlegt. Und in diesen Spielen geht es für die Disciples um eine neue Vereinsrekordmarke. Falls wir beide gewinnen, hätten wir 20 Siege. Und das wäre mit Abstand die erfolgreichste Saison, die wir je hatten. Wir hatten zweimal 19 Siege, wo der Ryan Bollinger da war und wir im Halbfinale standen. Ja klar, es ist eine Chance, die beste Saison-Record aller Zeit für die Hard Disciples, soweit ich weiß. Es ist das zweite Mal innerhalb von 14 Tagen, dass die München Hard Disciples und die Stuttgart Reds aufeinandertreffen. Von den ersten beiden Spielen gewann jedes Team eines. Dadurch, dass wir gegen Stuttgart spielen, als letzten Gegner in der Regular Season, welche eine gute Mannschaft ist, sieht man das noch so als letzte Vorbereitung vor den Playoffs. Sicher ist, dass die Disciples sich bereits für die Playoffs qualifiziert haben. Doch in Anbetracht der bisherigen Saison und der aktuellen Form soll in diesem Jahr mehr drin sein. Ich meine, das erste Ziel ist erreicht. Wir wollen natürlich nicht in die Playdowns, aber wir wollen mehr. Und das Viertelfinale, ich bin jetzt achtmal, glaube ich, im Viertelfinale schon rausgeflogen und es reicht langsam. Auf jeden Fall ist alles möglich. Also sind sehr happy, dass wir uns jetzt schon vorzeitig vor dem letzten Spieltag für die Playoffs qualifiziert haben. Aber der Job ist auf jeden Fall noch nicht gemacht. Streben auf jeden Fall an, noch ganz viele Siege zu holen und weit zu kommen. Als Dritter der Südgruppe würden die Münchner im Viertelfinale auf den Zweiten der Nordstaffel treffen, die Paderborn Untouchables. Die Gegner in Paderborn immer Top der Tabelle im Norden. Und ja, wird ein knappes Spiel, Playoff-Baseball, spannendes Baseball. Ja, ich warte einen guten Gegner. Paderborn auch eine sehr starke Mannschaft. Schätzen wir ähnlich stark ein wie Stuttgart. Aufgrund dessen wird es auf jeden Fall wichtig sein, dass wir uns gut präsentieren gegen Stuttgart, nochmal uns gut vorbereiten und dann ready sind, in dem Viertelfinale zu spielen. Der Doppelspieltag gegen Stuttgart hat vielleicht nur geringe Auswirkungen auf den Hauptrundenabschluss. Doch für die München Hard Disciples kann ein neuer Vereinsrekord eine Initialzündung für die Meisterschaft werden.